Moin Moin und Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, was ihr so richtig gegen hartnäckige Flecken machen könnt, wie zum Beispiel den Freund da. Dafür könnt ihr Vorwaschspray benutzen. Vorwaschspray ist für hartnäckige Flecken und für weiß- und farbechte Textilien, steht ja drauf. Das heißt also, ihr könnt das bei weißen Zeugs anwenden und bei farbigen. Ich habe jetzt als Beispiel, weil es halt gerade dreckig ist, ein Handtuch genommen, okay? Hier haben wir wirklich eine starke Verschmutzung, die eventuell nicht rausgehen wird. Das könnt ihr natürlich auch so haben, ihr wascht es und merkt danach, dass es nicht rausgegangen ist, dann seid ihr sicher, dass es nicht rausgegangen ist. Und bei der nächsten Waschung solltet ihr so ein Vorwaschspray verwenden. Wie verwenden wir das denn? So, wir nehmen jetzt erstmal das Teil und werden uns zum Fleck vorarbeiten. So, wir haben den Fleck jetzt vor uns ausgebreitet und werden nun ein wenig von dem Vorwaschspray da drauf geben. So, jetzt werden wir das mal einreiben. So, das reicht schon, schön verteilen. Und wichtig ist, die Textilie hat ja auch eine andere Seite. Da ist der Fleck, da. Das heißt, von der anderen Seite schießen wir jetzt auch noch ein paar Tröpfchen drauf und reiben das auch noch mal schön ein. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt nicht dieses Wäschestück chillen lasst, sondern dass ihr es feucht, wie es jetzt ist, durch das Einreiben, durch das Einmassieren in den Fleck oder in die Textilie direkt in die Trommel packt und dann auch unverzüglich diese Waschladung waschen werdet. Ihr könnt natürlich das mit eurer anderen Wäsche auch machen. Ich habe da schon mehrere diverse 60 Grad Buntwaschgang-Freunde aus Baumwolle reingetan. Und das heißt also, wir packen jetzt einfach unser vorbehandeltes Wäschestück dazu. Wichtig ist, das solltet ihr nicht, steht drauf, an Seide, Leder und so ein Zeug benutzen, Wolle auch nicht. Aber alle anderen sollten damit funktionieren. Auch alle Temperaturbereiche gehen damit. Also einfach rein mit in die Trommel. Und dann schließen wir die Schotten schon mal. Ne, Wäsche ist drin, Trommel ist gut gefüllt. Ne, lasst immer ein Handbreit Wäsche oder Luft zwischen Trommel und der Wäsche selber, damit die beim Waschen sich auch etwas bewegen kann. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Hier hoch. Vorher, bevor wir die Einstellung machen, gehen wir hier auf die linke Seite, holen mal die Waschmittelträgereinheit heraus und schauen uns an, was da so drin steht. Römische 1 ist für die Vorwäsche. Wenn ihr jetzt mehrfach so richtig dreckiges Zeug habt, dann könnt ihr auch hier in die Vorwäsche ein bisschen Waschmittel reinpacken und dann müsstet ihr hier drüben plus Vorwäsche nehmen. Aber in meinem Fall ist es so ein normaler, bisschen hartnäckiger Fleck. Das heißt also, wir werden auf die Vorwäsche trotzdem verzichten. Dann kann man hier bei der römischen, nee, ist keine römische Zahl, sondern ein Blümchen. Bei dem Blümchen kommt der Weichspüler rein und die römische 2 bedeutet Hauptwaschgang. Da kommt unser richtiges Waschmittel rein. Okay, also fangen wir an. Waschmittel haben wir hier. Color-Waschmittel benutzen bei farbiger Wäsche. Weißwaschmittel, also Universalwaschmittel benutzen bei weißer Wäsche. Color bei Buntwäsche. Ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt. Ne? Also Color, Buntwäsche und Universal bei Weißwäsche. Wäsche, Entschuldigung. Dann auf der Rückseite des Waschmittels seht ihr eine Tabelle. Weichmittel hart ist der harte Grad. Das könnt ihr erfragen bei Stadtwerken oder ihr messt es selber. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da gibt es solche Streifen. Dann leichte Verschmutzung, normale, starke. Das heißt also jetzt weiches Wasser, 40 ml leichte, 60 ml normale und 75 ml starke. Dadurch, dass wir das Vorwaschspray benutzt haben, können wir hier ganz normal dosieren und müssen nicht auf starke Verschmutzung gehen. Ja, außer natürlich, ihr habt wirklich so richtig dreckige Superwäsche gehabt. Aber bei mir war das jetzt nur so ein extra Dreckstropfchen. So, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass wir uns zwischen 40 und 60 ml aufhalten sollten. Ein Messbecher hat 40 ml. Das heißt, wir werden ihn jetzt mal schön voll machen. Das hier ist oben der Messbecher. Diesen besagten Messbecher werden wir jetzt füllen. Das könnt ihr auch mit Pulverwaschmittel machen oder mit Caps, mit Tabs, mit allen möglichen, was ihr so habt. Ganz normales Waschmittel kommt jetzt hier bei der römischen 2 mit rein. So, 40 reicht jetzt. Jetzt kommen wir zum Weichspüler. Weichspüler müsst ihr nicht nehmen. Viele sagen auch, dass zumindest bei solchen Sachen, die ich gerade hier reingeschmissen habe, also
wie heißt das, Wasch, Trocken, Trocken, ja, zum Abtrocknen Handtücher, dass die ohne Weichspüler gewaschen werden sollten, weil danach die Saugfähigkeit etwas runtergeht. Okay, aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht, weil einfach der Teil des guten Duftes übersteigt den Grad der Aufnahme. Also ich finde, es saugt mir immer noch genug Wasser vom Körper. Hier auch wieder weiches Wascher, sehr weiche Handwäsche. So, das heißt also, wir wollen jetzt wirklich eine normale Weiche haben. Das heißt also, wir gehen auf 3/4 der Füllung hier, kippen auch das in unseren Messbecher hinein und kippen dies in die Mitte. Hier ist darauf zu achten, dass ihr nicht über die Maximallinie kommt. Hier ist die Maximallinie. Darüber, dann würde das Weichspüler einfach verpuffen. Deshalb bleibt unter der Maximallinie. Nochmal zusammengefasst, römische 1, Vorwaschgang. Wenn ihr das benutzt, müsst ihr auf dieses Programm gehen. Wenn ihr Weichspüler haben wollt, macht das hier, höchstens auf die Maximalstufe. Römische 2, da kommt das Waschmittel hin. Achtet darauf, Colorwaschmittel bei Buntwäsche, Universal bei weißer Wäsche. So, schließen. Jetzt kommen wir zur Einstellung. An dieser Maschine gibt es Baumwolle, Vorwäsche, Pflegeleicht, Schnellmix. Wir drehen also Richtung Baumwolle und schauen uns mal, was er anzeigt. Die Baumwolle würde 2 Stunden 54 Minuten dauern. Mal mit Vorwäsche 3 Stunden 19. Wir erinnern uns, Vorwäsche war römische 1. Pflegeleicht 1 Stunde 59 nur. Wie cool, aber die Temperatur ist mir ein bisschen zu niedrig. Wir wollen ja mit 60 Grad waschen, damit der Freund auch richtig wegkommt. Also ich glaube, in dem Fall würde ich auf Pflegeleicht tendieren, denn die Zeit sagt mir zu 1 Stunde 49 Minuten. 60 Grad Celsius haben wir da eingestellt. Und was sagt hier die Umdrehung? 12.000? 10.000? 8.000? Nee, 6.000? 4? Nee. 12.000. Wir machen 12.000 Umdrehungen. Warum machen wir 12.000 Umdrehungen? Diese Sachen sind sehr strapazierfähig, weil das Material ist ein gutes Material. Baumwolle ist sehr gut verwebt. Das heißt also, das hält die 1.000, ich habe jetzt vergessen, wie viele Umdrehungen, 1.200 Umdrehungen aus. Warum 1200 Umdrehungen beim Schleudern? Dadurch wird Zentrifugalkraft angewandt und die Wassermoleküle gehen durch die Trägheit, durch die Massenträgheit, durch die Zentrifugalkraft nach außen und werden dann abgeleitet. Und dadurch ist eure Wäsche nach dem Waschen schon vorgetrocknet. Das ist positiv, denn da müsst ihr nicht so lange trocknen. Also ich empfehle Pflegeleicht und 60 Grad Celsius mit dem Vorwaschspray auf dem Wäschestück selber, damit es jetzt so richtig abgehen kann, drücken wir auf Start und jetzt geht die Luzi los. Wenn ihr was vergessen habt nachzulegen, dann könnt ihr hier drauf drücken und noch was nachlegen, wenn nicht gerade Wasser reingespült wird. So, das heißt also hier, wäscht jetzt alles rum und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zuzun!